Wisst ihr, was ein Spiel ist, über das ich die Jahre oft geredet, aber nie tatsächlich in Videoform gezeigt habe? Ich meine, bis auf einmal in einem Emoji-Video vor einigen Jahren, technisch gesehen. Jazz Jack Rabbit 2. Das war ein Spiel, welches ich damals auf meinem PC gespielt habe. Und damit meine ich auf dem PC von dem Freund. Ich hatte es später auch auf meinem eigenen Windows 98 Laptop. Und es ist im Großen und Ganzen eine Mischung aus... Es hat gewisse Sonic-Elemente und ich habe keine Ahnung, man ist ein Hase und rennt durch die Gegend und schießt auf Zeug. Und ich habe das Spiel damals geliebt. Es ist von Epic Games, was aus heutiger Sicht relativ humorvoll ist, würde ich fast meinen. Und ich habe das Spiel geliebt. Wir werfen einen Blick darauf. Wenn ihr es auch kaufen wollt, es gibt es auf GOG zu kaufen. Weil die Frage aufkommen wird. Gibt es halt noch nicht allzu langer Zeit, damit mache ich seit ungefähr 2 Jahren. Und es lohnt sich. Es ist ein spaßiges Spiel. Wir werfen einen Blick auf Teil 2. Denn Teil 1 habe ich nie gespielt. Und er sieht ehrlich gesagt auch fürchterlich aus. Aber Teil 2, das ist ein Hit. Oh. Auf einmal die Musik aus dem Nichts. Kann ich auch auf Deutsch stellen? Es gibt auch Deutsch. Was für ein Spiel. Sie haben einfach an alles gedacht. Sogar in Holland. Und es gibt verschiedene Episoden, welche alle... Sie sind an gewisse Filme angelehnt. Könnt ihr mir sagen, woran Jazz in Time angelehnt ist? Wow, ziemlich gut. Dann haben wir Flashback, die Funky Monkeys. Kann mir jemand sagen, woran das angelehnt ist? Wow, ziemlich gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Oder Shareware-Demo. Oh, das Spiel wurde per Shareware auch getauscht. Könnt ihr mir sagen, woran das angelehnt ist? Ziemlich Spaß, wenn ihr mich fragt. Aber wir beginnen mit Firmly a Prince. Könnt ihr mir sagen, woran? Fangen wir einfach an. Es gibt 3 Charaktere. Jazz, Spaz und Laurie. Laurie ist mit einem Add-on dazugekommen. Jazz ist der Hauptcharakter, aber ich für meinen Teil. Ich habe immer am liebsten Spaz gespielt. Und ich liebe die Bilder vom Schwierigkeitsgrad. Auf leicht ist ein kleines Baby, das im Piranha-Becken herumfischen will. Das ist nicht gut mittel. Sieht ja normal aus und auf schwer. Oh, so muskulös. Er sieht fürchterlich aus. Machen wir Mitte. Das ist auch voll eine Sache. Wenn man sich duckt und springt, dann... Er hat den Karate-Kick. Das sind die 90er. Karate war die coolste Sache überhaupt. Stell dir mal vor, ihr könntet Karate den 90ern. Das ist so cool. Und es gibt auch überall Obst zu sammeln. Welches eine, wenn man genug davon gesammelt hat, den Zuckerrausch gibt. Aber... Beziehungsweise den Zuckerschocker. Ich weiß nicht, ob wir den ganz bekommen werden. Und es gibt super viele Secrets zu entdecken. Unglaublich viele Wände, die man freischießt und generell betreten kann. Ich habe gerade große Probleme darin, mich mit der Steuerung zurechtzufinden. Shift ist... Oh Gott. Und oh mein Gott, schau euch die Hintergründe an. Schau euch die verschiedenen Layer von Parallax Scrolling an. Das ist einfach nur prachtvoll. Oh, und eine andere Waffe. Das ist der Bubble-Schuss. Der ist komplett nutzlos. Oh, und der ist da hinten. Da ist eine sexy Hasenfigur. Der wird dem guten Spaz gleich ganz anders. Er heiratet am Ende des Spiels seine Cousine oder so. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber irgendwie... Es läuft auf irgendwie sowas hinaus. Er ist sehr, ist schon... speziell. Und... Oh, und da habe ich das Trampolin am Boden gesehen. Als ich das in Sonic gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist ja wie in Jazz Jack Rabbit. Inzwischen habe ich das Gefühl... Ich lehne mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber langsam bekomme ich das Gefühl, dass vielleicht Sonic die Idee doch zuerst hatte. Oh, gutes Upgrade. Das erhöht die maximale Schussgeschwindigkeit, wenn man die Leertaste gedrückt lässt. Ja, was seid ihr von dieser schnellen Feuergeschwindigkeit? Level Nummer 2. Komm in Gang! Und da ist der gefährliche Mini-Drache. Wir müssen ihn rösten. Man kann nämlich tatsächlich jede Waffe upgraden, aber dafür muss man die upgegradete Waffe erstmal finden. Das ist alles sehr kompliziert, würdet ihr nicht verstehen. Hier ist was. Nein, nein, nein! Nein, nein! Die goldene Münze! Ich kann nicht zurück. Nein! Wir haben die 20 Münzen. Alles cool. Und wir bekommen Schrott. Was ist das? Ein One-Up und ein paar... Was soll ich damit? Das war alles? Wirklich? Wo sind meine coolen Waffen? Seht diese Edelsteine hier, die sind super unbefriedigend einzusammeln. Pass auf. Man bekommt quasi nur einen. Und ich hasse es. Es ist einfach so unbefriedigend. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist auf jeden Fall der größte Kritikpunkt, wenn ihr mich fragt. Hier haben wir ein spezielles Item. Es ist die fliegende Karotte. Damit können wir fliegen. Und dann kommen wir gleich zu einem alten Secret aus der Zeit, als ich noch nicht so alt war. Käse ist dienstags grün. Diese Nachricht, die hier dran steht. Oh, wir haben so lange danach gesucht nach Käse, der vielleicht grün ist in dem Spiel oder so, weil wir dachten, das muss doch irgendwo den grünen Käse zusammengeben, sonst wäre doch die Nachricht nicht hier, aber wir lagen falsch.
Und ich glaube, es ist einfach nur ein Witz, weil Käse schimmeln kann oder so. Hey, das ist ein Vogel. Was machst du, Spaz? Spaz, nein! Zeit für den ersten Bosskampf. Es ist dieser, kräftige Opernsänger, der... Und unsere Aufgabe steht da, aus sie immer wieder stampft, aber während sie stampft, müssen wir sie weiter nach hinten drängen. Langsam habe ich das Gefühl, die Waffe ist nutzlos. Ich frage mich nicht, wie ich darauf komme. Lustige Geschichte an diesem Kampf. Lasst mich euch mal einen Funfact erzählen von jemandem, der das Spiel oft gespielt hat. Wenn sie gleich runterfällt, wird sie oben ein paar Steine wegschlagen und es ist jedes Mal zufällig, welche sie erwischen wird. Das ist jedes Mal anders in jedem Playthrough. Pass auf. Seht ihr das? Komplett zufällig. Verrückt. Komm in Gang. Und jetzt sind wir in dem, jetzt geht das Spiel richtig los. Jetzt sind wir im, bei Alice im Wunderland. Hey Alice! Ab hier wird das Ganze aber auch gefährlich. Ich meine, man kann auch viel coolere Dinge machen, aber es wird gleichzeitig auch gefährlich. Dann langsam aber sicher kommt das Spiel in Gang. Das Spiel ist übrigens generell wirklich kurz. Ich glaube, man kann es in 2 Stunden oder so problemlos durchspielen. Oh, der Zuckerspiegel! Wir haben den Zuckerrush! Kann ich bitte noch einen Schluck von der Cola haben? Er ist gerade entsetzlich nutzlos an der Stelle. Auf jeden Fall, wir nehmen den Bird mit. Und er ist ein mächtiger Freund. Seht ihr seinen Schnabel? Wisst ihr, was er aus dem Schnabel hat? Der Knabe hat da... Er hat den 9mm auf den Schnabel geschnallt. Er ist bereit zu kämpfen. Bis in den Tod. Für Spaz. Problem ist nur, dass er sofort verschwindet, wenn man einmal getroffen wurde. Das heißt, wir werden Bird leider nicht allzu lange bei uns haben. Aber mein Gott, so hilfreich. Neue Waffe, die nicht komplett nutzlos ist. Es ist der gute Flammenwerfer. Meine Flammenwerfer macht... Nein! Bird! Nein! Ich hatte Bird verloren. Es war keine Überraschung, aber ist dennoch enttäuschend. Hier haben wir noch einen Bird. Bird, folge mir. Töte! Oh, das ist so ein gutes Spiel. Ich spiele Jessica Rabbit viel zu selten. Und hey, da ist die Pflaume aus Rayman. Hey, Pflaume aus Rayman. Ich mag dich in dem Spiel mehr als in Rayman. Ich will ehrlich sein. Außer wir reden von Rayman 2. Rayman 2 Pflaume gänzlich überlegen. Aber es ist auch kein Wettbewerb an der Stelle mehr. Ich meine, wenn es in Rayman 2 geht, hört der Spaß irgendwo auf. Das war laut. Oh, hier ist es. Los geht's! Und wir bekommen... Seht ihr den Fernseher? Der Fernseher hat ein Waffen-Upgrade für uns. Das heißt, was wir aktuell haben, ist dieses rote Feuer. Ganz cool. Aber, was, wenn wir den Fernseher aufmachen? Oh, blaues Feuer! Das ist so viel stärker und so viel cooler. Oh mein Gott. Und die wichtigste Sache darin ist, ich hatte damals, als ich Jessica Rabbit 2 gespielt habe, ich hatte Zugriff auf Cheats. Vollen Zugriff auf Cheats, okay? Und es gibt auch den JJ Ammo Cheat. Damit bekommt man alle Waffen. Boom, seht ihr? Von allen Waffen 99 Stück. Zum Beispiel der, das TNT, was ziemlich cool ist. Ah, ist ein Klassiker. Und es gibt alle möglichen coolen Waffen, aber das Problem ist, diese Waffen sind nie abgegradet. Für die Upgrades muss man tatsächlich das Zeug mitnehmen. Das heißt, ich kannte zwar alle Waffen, aber im Endeffekt hat es nie gereicht. Da wollten wir mal sehen, was noch cooler war, cheat-technisch. Es gibt JJ Shield. Zuerst hat man ein Feuerschild. Ziemlich cool. Dann bekommt man ein Wasserschild. Ehrlich gesagt, ziemlich uncool. Als nächstes Elektro. Ziemlich akzeptabel. Aber wenn wir noch weitergehen, den Laser. Ich glaube, man kann ihn im gesamten Spiel nicht regulär finden. Ich glaube, den kann man nur per Cheats bekommen. Ratet mal, warum. Er tötet alle Gegner innerhalb von kürzester Zeit. Man kann durch Wände schießen. Oh mein Gott, wir haben das Spiel ja sowas von mit dem Cheat durchgespielt. Ihr macht euch kein Bild, wie sehr wir diesen JJ Shield verwendet haben. Zeit für den ersten Bosskampf. Nein, kann ich mein TNT haben? Das ist sehr viel schwächer, als ich das erhofft hatte. Den fand ich damals übrigens super schwer. Ich war nicht gut im Videospiel, okay? Nutzen wir aber das Feuer. Hey, ich bin wirklich gleich tot. Yes, dieser schwarzen Guard ist toast. Dieses Level. Oh nein. Wir sind im Labor. Das Labor ist Hardcore. Die Schüsse prallen nämlich von den Wänden ab. Das ist Hardcore. Jemand hat hier sogar sein Waschbecken einfach laufen lassen. Was ist das hier für eine Gegend? Ich habe Angst. Außerdem erinnere ich noch an Sonic. Ja, die von Jessica Rabbit auf jeden Fall nicht. Sie haben von diesem Sonic noch nie gehört. Eine Sache, die ich wahrscheinlich anmerken sollte, ist...
Man sieht das Spiel und man denkt sich, ja, das scheint irgendwie ein Ripper von einigen Konsolenspielen zu sein. Aber die Sache ist, Konsolenspiele gab es damals eher weniger auf dem PC. Das bedeutet, statt irgendwelchen Sonic-Teilen oder sowas zu spielen, musste man braucht irgendwas anderes. Und in dem Fall, wir hatten Jazz Jack Rabbit. Das war unser Gegenstück zu den Konsolen-RPGs. Das mussten wir Kids ohne Konsole spielen, versteht ihr? Das war das Jump'n'Run meiner Wahl. Oh oh, es ist der Zuckerspiegel! Los geht's! Oh, ich fühle es. Der Käse hat meinen Zuckerspiegel bis unter die Decke gebracht. Hier ist doch kein Gegner, an dem ich meinen Zuckerspiegel auslassen kann. Ich hab's versucht, okay? Ich hab's wirklich versucht. 50 Münzen für den Bonus! Gibt es eigentlich JJ Coins? JJ Coin? Nee, nicht mal fast. Woohoo! Level geschafft! Puh, ich meine natürlich Ebene beendet. Ah, damals hatten Videospiele noch richtige Übersetzungen. Immer dann, wenn man wenn in einem Spiel Level mit Ebene oder Stufe übersetzt wird. Ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da oben sind Sachen, da will ich rankommen, also mache ich JJ Fly. Ich habe beschlossen, in dem Level zu cheaten, damit ich fliegen kann. Oh nein, ich muss in voller Geschwindigkeit... Oh, ich kann auch mit Fliegen durch. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch gar nicht in voller Geschwindigkeit rennen, aber... Na, kein Problem. Ich weiß nicht ganz, was ich hier gerade mache. Ich habe das Gefühl, der Flugcheat war ein Fehler. Das ganze Spiel funktioniert nicht mehr so richtig. JJ Bird, JJ Bird. Oh, ich dachte, man kann mehrere haben, aber nein. Oh, man kann mehrere haben. Oh, wenn man JJ vielleicht zweimal eingibt, bekommt man ein Surfboard. Oh, das ist so cool. Ich glaube, es sind nicht viele Dinge, die mehr 90er sind als ein Charakter namens Spaz auf seinem Hoverboard, der durch sein frühes Windows 98-Spiel fliegt, welches von Sonic inspiriert ist. Das ist sehr viel 90er auf einmal. Ja, hier kann man seinen Charakter wechseln. Ich bin Laurie. Nice. Und sie kann... Oh, sie kann auch keinen Doppelsprung. Sie kann nur den Helikopter. Ich glaube, Laurie ist ziemlich mies, ehrlich gesagt. Stell dich dem Super... Ich stell dir den Superbot vor. Der Superbot. Ja, das macht mir gewaltige Angst. Ich bin wieder Spaz, sehe ich gerade. Was hältst du davon, Superbot? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache, aber... Ich glaube, ich habe gewonnen. Oh Gott. Brrr, ich mach mich vom Acker. Brrr. Das kenne ich. Und damit habe ich den Superbot besiegt. Das war interessant. Es ist an der Zeit für uns, das Jazz Jack Rabbit Abenteuer zu beenden. Ich meine, ich kann es auch weiterspielen. Wir haben einen Akt gespielt. Es ist ein gutes Spiel. Ich mag es sehr und ich sollte es öfter spielen. Vor allem ist es wirklich kurzweilig. Ich sollte es auch wieder mit Controller spielen, denn... Puh, habt ihr mal versucht, ein Spiel nur mit Tastatur zu spielen? Das ist nicht sonderlich ergonomisch. Ehrlich gesagt, ziemlich fürchterlich. Und jetzt wundere ich mich gerade, wie konnte ich damals alle Spiele auf dem PC mit Tastatur spielen? Ich meine, ich habe sogar Rayman 2 mit Tastatur gespielt. Das ist ein 3D-Plattformer. Wie habe ich das überhaupt gemacht? Wir haben teilweise Jazz Jack Rabbit 2 zu zweit auf einer Tastatur gegeneinander gespielt. Tastatur war einfach das ultimative Gaming-Device. Es ist fürchterlich. Aber Jazz Jack Rabbit 2, schaut es euch an. Es ist ein gutes Spiel. Ich denke, es ist akzeptabel gealtert, ehrlich gesagt. Man kann immer noch Spaß damit haben, aber vielleicht wahrscheinlich nicht mehr ganz so... Weckt nicht mehr ganz viel Begeisterung, wie es damals der Fall war, aber gutes Spiel. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.